So, heute will ich mal zeigen, was man mit so einem Pfannkuchen alles machen kann. Pfannkuchen ist ja allzeit beliebt bei Kindern und auch, muss ich gestehen, bei mir. Das sind alles so Circa-Angaben, wie viel Mehl und Eier man ungefähr für 1 Liter Milch braucht. Normalerweise muss man das nicht abwiegen. Jede Hausfrau macht es. Frei Schnauze und das klappt auch immer gut. Erst das Mehl mit den Eiern und wenig Milch anrühren zum Brei und dann langsam die Milch dazugeben. Dann gibt es auch keine Klumpen und natürlich auch vom Rand lösen wieder und dann weiterschlagen. Kleinere Mengen natürlich mit dem Schneebesen. Da braucht man keine Maschine, aber so ist hier der Maschine eigentlich ganz gut dazu für so eine Menge. Und ich habe heute noch viel vor. So, ja, also dann das Fett, die Butter in die Pfanne geben. Ich habe keine beschichtete Bratpfanne, deshalb muss ich etwas mehr Butter dazugeben und außerdem bekommen die Pfannkuchen dann eine schönere Farbe. Und dann das normale Umdrehen zum Backen. Ich mache das ja eigentlich immer so. Das geht mit etwas Übung ganz einfach und ist auch viel, viel schöner. Geht doch ganz einfach. Und jetzt noch ganz kurz in Superzeitlupe in die Hand nehmen und Anlauf und zack rüber. Fertig. Ist doch ganz einfach. Und natürlich muss man auch eine Probe nehmen. Von allem muss man erstmal probieren, bevor man es den anderen zumutet. Und ich mache das immer mit Erdbeermarmelade. Und wie man sieht, ist das nicht der erste Pfannkuchen, den ich so nebenbei beim Backen mache. Und jetzt Vorratsspeicherung. Für Flädlersuppe, herrliches Wort, Flädler, kann man jetzt entweder die Pfannkuchen rollen und schneiden oder so wie ich das für mich immer mache, kleine Julienne schneiden und dann ins Teller und dann die heiße Fleischbrühe darüber. Das schmeckt einfach herrlich. Und da wir draußen im Moment über 30 Grad Außentemperatur haben, kann ich auch keine Suppe jetzt essen. Das ist einfach zu heiß. Deswegen waren jetzt die Flädler eingefroren. Und dann gibt es noch was sehr Feines. Brätstrudel. Das hat auch Platz in einer Hochzeitssuppe. Je nachdem, in welcher Gegend man sich befindet. Ich glaube, im Allgäu gibt es das des Öfteren. So schöne Brätstrudel. Das Rezept ist dann unten wieder natürlich eingegeben zum Ausdrucken. Für das Brät hole ich im Supermarkt die Fleischkäse zum selber backen. Das geht genauso gut. Alles gut anrühren und dann auf die fertig gebackenen Pfannkuchen streichen. Diese Masse mit den 200 Gramm, das reicht für 3 bis 4 Pfannkuchen. Ich habe das jetzt in 2 nur. Alles reingestrichen und das ist etwas zu viel. Das Brät muss natürlich auch gegart werden und deswegen werden jetzt die Pfannkuchen in Frischhaltefolie eingewickelt, damit sie dann nachher nicht im Wasser liegen und anschließend in Alufolie. Und diese verhindert dann wieder, dass die Frischhaltefolie im Topf hängen bleibt unten am heißen und schmilzt und das ist ja überhaupt nicht gut. Ja, dann wird das alles 20 Minuten, halbe Stunde gegart, gekocht und natürlich kann das Ganze auch in den Ofen, also in der Alufolie in den Ofen schieben, halbe Stunde und dann dort fertig backen. In Scheiben geschnitten und da ich ja die sowieso jetzt im Moment nicht brauchen kann, habe sie einzeln eingefroren, in Tüte abgepackt und dann
versorgt. Auch die ganzen Pfannkuchen kann man eingefrieren, dann sind sie wieder schnell bereit. Nur kurz in die heiße Pfanne legen und die schmecken dann wie frisch. Guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen. Nachkochen wollte ich sagen, aber jetzt sind einige Wochen vergangen. Die eingefrorenen Pfannkuchen habe ich aufgetaut, in eine Pfanne rein, heiß gemacht und dann Hackfleisch angebraten mit Zwiebel, etwas Tomatenmark mit Wein abgelöscht und etwas abgebunden, gut gewürzt. Und diese Mischung kommt jetzt in die Pfannkuchen einrollen, einen schönen Salat dazu und schon ist wieder eine Mahlzeit fertig. Kostet nicht viel, schmackhaft und nahrhaft. Viel Spaß beim Nachbacken, ihr denkt an meinen Daumen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.